Hallo, meine lieben Zuschauer, und willkommen zu einem weiteren Tutorial zu Elite Dangerous hier auf meinem Kanal bei Ralfinger LP. Wir sind heute im Sternenhafen Edison Enterprise und ich möchte euch heute hier das Menü Sternenhafendienste erklären. Dazu klicken wir hier drauf und bekommen erst einmal eine Übersicht. Oben links erkennt ihr, wo sind wir gerade und in äh, welchem System befinden wir uns. Das Ganze ist gerade independent, das heißt, wir sind hier nicht ausgerichtet in irgendeine Richtung politisch, sondern das ist ein neutrales Gebiet und ähm, darunter sehen wir meinen Namen, Kommando Ralfinger P und mein Kontostand. Oben rechts in diesem Eck seht ihr noch die Uhrzeit und das Datum des heutigen Tages. Ja, natürlich im Jahr 3300, ja. Nicht zu verkennen. Dann sehen wir darunter verschiedene Möglichkeiten: den Stationsservice, Munition, Reparatur, Auftragstafel, Kontakte, Ausstattung, Werft, Warnmarkt, Universal Cartographics oder Universal Cartographics und Verlassen des Menüs. In der Mitte seht ihr den, den Schiff, ja das Schiff, und zwar fliege ich gerade ein Hauler und der Rumpf ist äh, zu 90 Prozent intakt, also 10 Prozent beschädigt. Treibstofftank ist nicht ganz voll und das Reservoir auch nicht. Das Ganze kann ich hier unten machen mit den verschiedenen Optionen: auftanken. Alles auftanken, alles reparieren. Ich sage alles auftanken. Dann sind die oberen beiden ausgeblendet und ich habe oben 100% und alles reparieren. Für 165 Credits. Falls ich äh, Geschütze hätte, die auch Munition verbrauchen, wäre unten Reload All möglich, auch für eine bestimmte Anzahl von Credits, ist bei mir gerade nicht verfügbar. Auf der rechten Seite seht ihr News. Ich würde euch die ans Herz legen, da das wirklich Sinn macht, diese manchmal zu lesen. Wir gucken uns mal die News an von Buno Viva Verkehrsmeldung. Also hier meinem äh, Raumhafen, wo ich gerade bin. Da steht drin, ähm, dass heute. Ähm, Drei, äh, 60 Cobras, siegel entlandet sind, 15 Hauler, 27 Sidewinder, 19 Edder, Vi äh, 18 Viper, ASP Explorer, 4 Igel, 7 und Typ 6, 10. Bitte vorsichtig fliegen. Wenn ihr das Ganze abruft bei eurem Raumhaufen, wenn ihr das Spiel startet, werden da einige 100 stehen. Ich bin nämlich schon einigermaßen weit weg. Ähm. Ansonsten gibt es auch sehr interessante News, manchmal auch auf Englisch. Wie ihr hier seht, äh, Peaceful Christmas, da geht es dann um die Universität etc. pp. Wir gehen mal zum Station Service. Da sind wir auch gerade. Das ist das Menü, in dem wir uns befinden. Dann gehen wir zur Munition. Im Menü Munition kann ich hier ähm, Nachschub für Nachschub sorgen für meine eigenen äh, Waffen. Da ich hier aber gerade den Frachttransporter habe, besitze ich keine Waffen. Reparaturen haben wir auch gerade gesehen. Gibt es hier nochmal ein Menü, wo man speziell jeden... Ähm, Einzelnen Aspekt sich genauer anschauen kann, was es kostet. Ihr habt gesehen, oben zusammen äh, in Summe 168 Credits hat es mich gekostet. Kann man im Stationsservice-Menü hier in der Mitte äh, unter äh, Repair All einfach auch machen oder separat im Menü, falls man das Geld nicht dafür hat. Die Auftragstafel, eine der wichtigsten äh, Untermenüs in jeder Station. Hier werdet ihr am Anfang eure Missionen ähm, entgegennehmen. Hier seht ihr verschiedene Auftragsziele. Kurier gesucht. Hier ist ein Pfeil in eine Richtung. Das bedeutet, dass er bei dieser Mission Gegenstände, wenn ich mich nicht täusche, kaufen muss, um sie mitzunehmen. Hier steht: Diese Datenpakete müssen sofort und auffällig zum Nachrichtenzentrum auf der Station Sullivan Settlement gebracht werden. Dann seht ihr darunter Belohnung 759 Credits, wohin es muss: zu Mesa Virs Liberals im Sternenhafen Sullivan Settlement im System Mesa Virs. Das Ganze ähm, ist eine Stunde und zehn Minuten aktiv und ist 7,09 Lichtjahre von euch entfernt. Wenn das Schiff zerstört wird von euch, ähm, Bekommt ihr nichts dafür und spezial ist kein Fachtraum erforderlich. Ich lehne es ab, weil ich will die Mission nicht machen. Es gibt auch verschiedene Missionen. Hier steht: Can you be the hero Alation Enterprise needs? Das ist wieder auf Englisch, weil noch nicht alles übersetzt wurde. Ganz wichtig ist für mich, wenn ich da drauf gucke, bei Spezialstellung: Activity considered illegal also das heißt, ich würde etwas illegales tun, und das will ich nicht. dann gibt ihr noch geheime hilfe benötigt. Ähm, hier gibt es zum beispiel gar keine credits. das ist eine reputationsmission, wo ihr euch eben einen namen machen könnt in dem universum, wie das dann genau aussieht und was für äh, einfluss das hat auf den spielverlauf später weiß ich selber noch nicht. ansonsten erklärt sich der rest von selbst. hier unten gibt es noch verfügbar, aber nicht erreichbar. das liegt daran, dass mir hier einfach grundlegende dinge ähm, fehlen, wie diese fraktion traut dir nicht genug. ja, also da ist wieder eine Rep Reportationsmission wie hier oben dann geheime Hilfe äh, von Vorteil. Jetzt habe ich auch mir selbst erklärt, wie das funktioniert. Reportation aufbauen und dann kann man solche Missionen hier unten eben machen. Bei dieser hier müsste mir der Platz fehlen. Nee, die Fraktion traut mir immer noch nicht genug. Daran liegt es, es gibt auch Missionen, da habt ihr nicht genug Frachtraum oder einfach nicht den äh, nötigen Sprit etc. Kontakte aktuell auch äh, leer bei mir. Ich bin nicht vorbestraft hier in diesem System, muss man dazu sagen, das ist immer systemabhängig. Das öffentliche Sicherheitsbüro findet mich auch super hier. Ich habe kein Kopfgeld äh, und äh, Kampfbelohnung habe ich auch keine abzugeben. Die gibt es dann, wenn wir Missionen erfüllen oder Leute jagen, kann man hier seine Kampfbelohnung abholen. Auch über Bitte darauf achten. Nicht in jeder Station kann man die Kampfbelohnung abgeben. Das ist auch immer gebunden an den Urheber oder Auftraggeber. Schwarzmarkt, ich will illegale Waren verkaufen. Das machen wir jetzt mal nicht. Ist auch möglich. Man kann hier ordentlich handeln. Hier ist das Handelsmenü. Ja, ich habe nichts zu verkaufen. Das sieht man jetzt leider nicht, weil ich nichts Illegales am Start habe. Aber das wäre dann eben für Piraten sehr interessant. Ähm, das Menü gibt es aber auch hier ähm, für legale Sachen. Und zwar ähm, der Warenmarkt. Dazu komme ich gleich. Wir klicken mal auf Ausstattung. Dann sehen wir hier unser Schiff. Auch ein sehr wichtiges Menü. Hier geht es darum, was habe ich denn ausgerüstet und wie kann ich das Ganze austauschen oder verbessern. Wir sehen gerade hier Aufhängung, oben ein Reiter. Dann haben wir Innen und Lackierung. Lackierung und Decoils gibt es hier auch. Habe ich keine? Ist auch für mich absolut nicht relevant. Ich sehe mein Schiff sowieso nie von außen. Von daher, what the fuck, ja. Ähm, wir gehen zur Aufhängung. Habe ich auch die äh, Option? Ähm, ich habe gerade einen Abbaulaser ähm, angebaut, der ist zum Minen da. Auf der rechten Seite seht ihr in ähm, meinen Energieverbrauch, von der Waffe, die Frachtkapazität, ich habe aktuell 0 Tonnen geladen, maximal 16 Tonnen, ist auch schon abgegradet worden von mir. Treibstoffkapazität habe ich gerade 4 Tonnen und ich habe maximal 4 Tonnen. Die Masse von mir, leer 33,9, äh, voll 7, 72 Tonnen und die Sprungreichweite. Hier aktuell da habe ich 10,46 Lichtjahre und mein Kontostand beträgt fast 300.000 Credits. Ich könnte hier diesen Abbaulaser austauschen. Da gehe ich drauf und drücke auf Kauf und ausrüsten. Dann komme ich in ein Submenü, wo ich dann verschiedene Waffen wieder ausrüsten kann. Da ich aber hier gerade den Transporter habe und dieses Teil zu einem Mining äh, ja, Frachter ausgebaut habe, brauche ich hier keine Waffen und will ich auch keine Waffen. Hier, was bei mir wichtig war, ich habe hier unten bei Frachtgestell das Ganze erweitert. Und zwar habe ich vorher Frachtgestell hier am standardmäßig Kapazität 2. Normalerweise bei dem Frachter, wenn man ihn kauft, hat man Kapazität 4. Und ich habe später dann Kapazität 8 ausgerüstet. Der müsste hier unten kommen oder bin ich schon vorbei. Auf jeden Fall kann ich in Summe hier zweimal Kapazität 8 habe ich äh, eingebaut. Das heißt, 16 Tonnen kann ich transportieren. Ähm, sehr, sehr lohnenswert. Als nächstes werde ich mir kaufen für diesen ähm, äh, Frachter wahrscheinlich eine verbesserte Raffinerie. Raffinerie, auch noch zum Erklären. Beim Mining werde ich später in einem extra Tutorial machen zum Mining. Ähm, kann mehrere Rohstoffe äh, dann äh, abbauen oder eben auch raffinieren. Ja, das ist wirklich sehr wichtig. Dazu aber dann im Mining Tutorial auch hier auf meinem Kanal später dazu mehr. Das war das Menü bezüglich des Ausbaus der. Ähm, Add-ons zum Schiff. Dann kommen wir zur Werft. Die Werft gibt es auch nicht überall. Dazu müsste man dann auch bitte im äh, vorher im System gucken, ähm, ob es denn eine Station gibt mit einer Werft. Die großen Stationen haben immer eine Werft, soweit ich weiß. Hier nochmal, können wir mal reinschauen. Hier gibt es verschiedene Schiffe. Und Schiffstypen. Das Ganze ist auch richtig teuer hier. Das Ding kostet einfach mal 37 Millionen. Also davon bin ich weit entfernt. Es gibt aber auch andere Schiffe mit 76 Millionen oder hier 87.000. Das könnte ich mir zum Beispiel kaufen. Das ist jetzt aber gerade nicht Gegenstand dieses Tutorials. Deswegen Schiffe kaufen auch ein anderes Mal und die Details, was für was gut ist. Hier nochmal zum Warenmarkt. Auch ein sehr großes Menü, was euch am Anfang etwas erschlagen könnte. Wichtig ist hier, man kann ähm, die ersten beiden Reiter verkaufen und einkaufen. Sobald da steht einkaufen, kann man das hier mitnehmen. Sobald da ein Strich hier drunter ist, wie bei Chemiemüll, kann man es nicht mitnehmen. Die Nachfrage an Chemiemüll ist sehr hoch hier gerade. Ihr seht es auch in dem äh, der vierten Reiter von links auf Lager nichts und ähm, man kriegt im Galaxiedurchschnitt oder im galaktischen Durchschnitt 79 Credits dafür. Wenn man später mint, dazu auch in einem separaten Tutorial geht es dann hier um Metalle und da ist aktuell Platin und Palladium der Burner. Also wenn man Geld machen will dann die beiden. Ansonsten kann man hier Sachen ein- und verkaufen. An jeder Station gibt es verschiedene Angebot und Nachwuchsmodelle. Das heißt äh, Missionen, die man dann anwenden. Zum Beispiel, hey, ich möchte gerne Obst und Gemüse haben, kann ich hier nicht kaufen, muss ich woanders hin. Ähm, wie man dann rausfindet, wo man solche Sachen kaufen kann und finden kann, dazu auch in einem weiteren Tutorial. Aktuell immer noch nur hier das Menü der Station. Dann nochmal zum Universal Cated graphics. Hier kann man reingehen und man hat ähm, gerade bei mir nichts. Wenn man durch die Galaxie düst. Kann man Planeten scannen und umso besser der Scanner ist, umso mehr Informationen greift man ab, sobald man in neue Galaxien kommt. Das Ganze nennt sich Exploring. Kann ich euch leider aktuell noch nicht wirklich so zeigen, weil mir das Schiff dazu fehlt und ich noch nicht diese genütige Ausrüstung habe. Werde ich aber auch bald in Angriff nehmen. Hier könnte man dann Karten, die man selbst kategorisiert hat, verkaufen, die Daten. Natürlich ist es uninteressant für das eigene System, die Daten des Systems zu bekommen, sondern man muss wirklich weiter wegfliegen, so ein paar Lichtjahre, wenn nicht sogar 40, 50. Und dann kriegt man noch nicht Geld dafür, weil die Station eben weit, weit weg ist. Das interessiert auch die anderen dann und die kann man dann verkaufen. So viel zum Menü. Ein etwas längeres Tutorial. Ich denke, aber ich habe alles ähm, in Ruhe erklärt und ich sollte auch für euch verständlich gewesen sein. Weiter geht's dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich wieder fürs Reingucken. Falls ihr mal einen Livestream vor mir sehen wollt, Reifinger TV auf Twitch, wäre nett, wenn ihr mir da folgt. Und dann sehen wir uns vielleicht da im Livestream. Macht's gut und bis bald. Ciao Leute.